an Hamburg, das nach G20 nicht mehr dasselbe sein wird. Hier im Schanzenviertel ist letzte Nacht die Gewalt eskaliert. Es herrschte zeitweise Anarchie. Straßenschlachten lieferten sich die Demonstranten mit der Polizei. Aber vorher schon wurden Geschäfte geplündert, Sachen in Brand gesteckt. Alles, was die Leute finden konnten, wurde entzündet. Im Moment laufen hier die Aufräumarbeiten und es ist ein Anblick der Verwüstung. Nach Tag 1 in den Messehallen gab es gestern Abend in der Elbphilharmonie Ludwig van Beethovens Ode an die Freude. Besonders freudig scheinen die Gespräche aber nicht gewesen zu sein. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, von dem hört man, dass es in eigentlich allen Fragen große Uneinigkeit gibt. Besonders in Sachen Welthandel und Energie. Beim Thema Handel ist von den allermeisten darauf hingewiesen worden, dass wir einen freien, aber auch fairen Handel brauchen. Aber hier sind die Diskussionen sehr schwierig, da will ich gar nicht drum herum reden. Wie bekannt haben die allermeisten sich auch zum Pariser Abkommen bekannt. Auch hier wird dann es sehr interessant sein, wie wir morgen das Kommuniqué formulieren. Was die Klimapolitik angeht, besteht immerhin die Hoffnung, dass es eine Art G19-Einigung geben könnte. Also alle einig außer Amerika, außer Donald Trump. Am heutigen zweiten Tag des Gipfels geht es vor allem um die Themen Afrika und Migration. Und bis heute Nachmittag haben Merkel und ihre Gäste dann Zeit, sich auf eine halbwegs konstruktive Abschlusserklärung zu einigen, damit dieser Gipfel nicht als Gipfel des Chaos in Erinnerung bleibt.